Servus, liebe Leute. Heute kommt mal wieder eine Parodie, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, aber natürlich zuvor wieder die Ankündigung. Heute geht's um den guten Rashcore, einen sehr sympathischen YouTuber. Link unten in der Beschreibung, macht Weltklasse-Videos und ihn kann man fast nicht parodieren. Er macht einfach die lustigsten Videos auf Clash Royale Deutschland. Auf dem gesamten Planeten, Pascal? Nee. Ja, zu ihm habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich finde seine Videos klasse, aber ein bisschen Sachen rausgefunden, was man vielleicht ein bisschen parodieren könnte. Ist aber gar nicht mal so viel wie bei anderen YouTubern. Wollte ihn trotzdem mal mit reinnehmen. Habe ihn sogar gefragt, ob ich das darf. Hat er natürlich gemeint, ja klar darf ich das. Und ja, gibt gar nicht so viel bei ihm. Deshalb wird sein Video wahrscheinlich nicht so lang. Deshalb muss ich jetzt auch so viel labern, damit ihr auch wirklich dranbleibt. Also Jungs, wir sehen uns nach dem Intro. Servus zusammen, Reshko hier und ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Heute zu Amazing Fights. Ist wie immer Weltklasse und sexy natürlich. Als erstes Clankürzel von eurem Profil. Gucken wir mal durch. Hat mir natürlich jemand geschrieben, hier der gute BGU. Und sein Deck werden wir mal kopieren. Das ist der BGU. Wo ist denn der? Wo ist denn der BGU? Der Schlingel. Ah, hier unten. Das kopieren wir nicht. Oder wartet. Das haben wir doch schon. Wir nehmen mal das Deck und Amazing Fights. Ach, öffnen wir doch die Silbertruhe, die braucht eh kein Mensch. Aber was ich noch vergessen habe, nächster Part öffnen wir natürlich 10 Magidruhen. 10 Magidruhen, habt ihr Lust drauf? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist natürlich sehr, sehr wichtig. Genau wie eure Kritik, die ist mir auch immer sehr wichtig, weil so, du Hurensohn, das kann ja jeder schreiben, ist mittlerweile ausgelutscht. Alles klar. Aber so richtige Kritik ernte ich gar nicht mehr so häufig, also das ist mir ganz wichtig, kein Dislike da lassen, sondern einfach eure Kritik unten in die Kommentare. Für was sind sie denn da? Also, Magitruhen, nächster Part wahrscheinlich, hoffentlich, und als nächstes gehen wir mal in den Fight rein. Natürlich. Fight, ich bin schon Feuer und Flamme. Gewinnen wir mit diesem Deck vom BGU? Wahrscheinlich schon eine Flasche der BGU, ich weiß nicht, richtige Flasche. Wie greifen wir denn an? Keine Ahnung. Machen wir mal die Kombination. Oh, das war geil. Das war geil, die Kombination. Minion Horde. Ausgeschalten. Sehr, sehr geil. Oh, der Prinz. Huiuiuiui. Was machen wir denn? Prinz, machen wir wieder Barbare frisch. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, Valkyrie. Ah, dieser Dödel. Dieser Volldödel. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Auf jeden Fall Mini-Packer reinsetzen. Und die Prinzessin auf auch mal hinterher. Komm, gönnen wir uns pur. Ansonsten, was gibt's noch groß zu sagen? Magitruhe. Und wir haben die 31.000 Abonnenten geknackt. Danke an dieser Stelle. Läuft bei euch richtig hart. Und wir haben es natürlich auch verdient, Jungs. Wir haben es verdient. Morgen wieder Castle Clash. Was wollt ihr sehen für eine Folge? Schreibt's mal rein. Ich bin mir gerade noch unsicher, was wir für eine Folge raushauen, aber könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Schreibt man hier mal einen kurzen Sepp drauf, dass der Prinz nicht so viel raushaut. Ist auf jeden Fall ganz lässig. Gestern richtig wieder Glück gehabt, wie bei diesem Fight, so richtig. Ganze Straße läuft bei mir, war frei. Und ich finde einfach 5-Euro-Schein. Mö. Nee, 5-Euro-Schein gefunden ist eigentlich gar nicht schlecht. Leider habe ich festgestellt, dass ein falscher war. Läuft bei mir immer wieder perfektes Glück. Jetzt muss ich eigentlich einblenden, so ein Tipp, wo sie gegen die Stirn klatscht. Das kennt ihr doch sicherlich alle. Aber das finde ich jetzt nicht wahrscheinlich. Hoffentlich habe ich es nicht gefunden, denn das kann ich noch sehen. Ja, der Fight ist weniger oder mehr sehr interessant. Finde ich jetzt nicht, aber ist ziemlich langweilig. Kann man mal so ernsthaft zu sagen, gar nicht mehr so interessant der Fight. Hab schon sehr interessantere gesehen. Aber das Deck von BGU ist natürlich auch nicht so toll. Was will man da machen? Pascal hat auch keine Ahnung, wie man ein Deck zusammenbaut. Also da kann man gar nichts dagegen tun. Ansonsten wäre das Deck vielleicht gar nicht so mies, aber der Pascal, der hat ja null Plan vom Spiel. Kein Spielverständnis, kein Taktgefühl.
Der Fettsack. Oh Mann, schaue ich zu sehr in die Pascal-Rolle, tut mir leid. Denn ich muss ja mich auch noch ein bisschen reinbringen, denn ich kann ja nur nicht die Parodie nachstellen. Das muss euch klar sein. Also das ist ja natürlich alles von mir, also. Ist ja klar, dass da teilweise auch Sachen von mir drin sind. Nur als Zwischenmerkung. Aber Fight richtig sexy und easy gewonnen, Jungs. Easy gewonnen. Auf die nächsten 40.000 Abonnenten. Und ja, wäre nett, wenn wir wieder die 400, 500 Likes schaffen würden. Fände ich richtig, richtig korrekt von euch. Ansonsten, wie immer, man sieht sich bei einer weiteren Folge Castle Clash. Irgendwie sowas in die Richtung. Eine Silbertruhe. Ich will eine Magietruhe. Magietruhe. Oh, kann gar nicht öffnen. Okay, also haut rein, bis zum nächsten Mal und Servus.